Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ich bin wieder zurück. Ich war nämlich im Urlaub, ich war auf Fuerteventura. Ich habe mir jetzt gedacht, ich werde mich wieder vor die Kamera hocken und jetzt endlich mal wieder ein Video drehen, weil seit längerem wieder keins gekommen ist, weil vor dem Urlaub war auch noch so viel los. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch meine derzeitigen Favoriten, die ich seit ein paar Wochen, ein paar Monaten sehr gerne verwende. Und ich wünsche euch bei dem Video ganz viel Spaß. Fangen wir an mit Beauty, und zwar ein Parfüm, und zwar das von Lacombe, das La Vie est Belle. Das habe ich mir jetzt erst vor kurzem wieder nachgekauft in 30 ml, weil mein großes leer gegangen ist, weil ich das wirklich sehr oft verwendet habe. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich den Duft. Der Duft ist wirklich so klasse, perfekt für den Sommer, richtig frisch und süß und ja, also einfach total geil. Und den habe ich jetzt in letzter Zeit echt sehr oft verwendet. Und ich finde, der hält auch echt sehr lange und man wird halt einfach immer irgendwie angesprochen, was man eigentlich für ein Parfüm trägt. Und ja, das war bei mir eben meistens das La Vie est Belle. Seitdem die Sonne jetzt wieder ein bisschen öfters scheint, habe ich angefangen, wieder meinen Essie Blanc, oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht, auf jeden Fall den weißen Essie sehr gerne getragen. Den trage ich auch jetzt, sogar auf meinen Fußnägeln trage ich den. Ich habe den in Urlaub auch sehr gern getragen, weil gerade wenn man so ein bisschen gebräunt ist, finde ich, schaut das Weiß halt echt sehr schön aus und man schaut auch gleich viel bräuner aus. Das ist einfach echt eine super tolle Farbe und kann ich auch wirklich nur gerade für den Sommer sehr empfehlen. Mein nächster Favorit ist von Clarins einen Lipgloss. Den habe ich euch, glaube ich, schon mal in irgendeinem Video gezeigt als Favorit. Er ist derzeit wieder ein Favorit von mir. Ich trage ihn auch heute. Da habe ich 3 Stück insgesamt, aber am liebsten trage ich zurzeit den, weil der mit der gebräunten Haut einfach sehr schön ausschaut. Und zwar ist es von der Eclat Minute Reihe. Die Farbe 05, also das ist so ein richtig schönes Rosa und es schaut halt echt toll aus. Vor allen Dingen ist es jetzt auch kein so ein flüssiger Lipgloss, sondern eher so ein festerer, der auch ein bisschen länger auf den Lippen hält und der halt eben so einen schönen Rosastich hinterlässt und es gefällt mir halt echt sehr gut. Und vorne hat er halt einfach so einen schönen Applikator und da kann man sich halt echt schön die Lippen anmalen und ja, den habe ich jetzt echt schon öfters verwendet und er ist halt auch wirklich sehr pflegend, also er trocknet die Lippen überhaupt nicht aus und der riecht auch sehr gut, so ein bisschen vanillig, so nach Zuckerwatte. Meine nächsten Favoriten habe ich noch gar nicht so lange, die habe ich mir jetzt glaube ich erst vor 4 Wochen oder so bestellt und zwar geht es um die Andrea Biedermann Produkte. Da habe ich mir einmal eine Mineral Foundation gekauft und einmal ein Puder, weil ich nämlich gemerkt habe, dass mein Manhattan Puder bei mir Pickel verursacht. Ich habe nämlich das Manhattan Puder mal weggelassen und ja, habe dann gemerkt, dass ich weniger Pickel bekommen habe und dann habe ich es extra wieder hergenommen und siehe da, da sind wieder neue Pickel gekommen und ja, dann habe ich mir einfach von Andrea Biedermann so kleine Pröbchen bestellt. Da kann man ungefähr 6-mal die Foundation, also das ist eine Puder-Foundation, kann man hernehmen und kann da auch wirklich ausgiebig testen. 6 der Farbe und so, die hat wirklich 50 Farben oder so. Also da ist wirklich für jeden was dabei. Und da habe ich mir eben die Foundation gekauft in der Farbe Aria. Und eben das Puder, so ein gelbstichiges Puder, das ist die Farbe Orisa. Und Leute, ich muss echt sagen, ich bin so, so, so begeistert von diesen Produkten. Erstens sind die Inhaltsstoffe wirklich sehr gut. Also die Inhaltsstoffe sind vegan, tierversuchsfrei und es sind halt wirklich gute Inhaltsstoffe drin. Und es ist halt eben eine Mineral Foundation. Das heißt, also sie passt sich dem Hautton sehr gut an und sie verbindet sich einfach. Also man sieht überhaupt nicht, dass man irgendwie Make-up trägt oder setzt sich auch nicht in den Fältchen ab, gar nicht, sondern es verschmilzt richtig mit der Haut. Deswegen bin ich echt so überzeugt von den Produkten und laut der Internetseite hält mir so eine Packung bis zu 6 Monaten, weil man da auch nicht so viel braucht. Jetzt hat zur Zeit, weil ich ein bisschen gebräunt bin, verwende ich nur dieses gelbe Puder. Das passt auch noch vom Hautton her, weil
Ja, weil es dann eher so ein bisschen transparent auf der Haut wirkt, aber halt so ein bisschen den Glanz wegnimmt. Und ja, die Foundation passt jetzt im Moment nicht, weil ich halt eben so gebräunt bin. Aber vielleicht kaufe ich mir da sogar eine extra für den Sommer noch, weil ich echt sehr überzeugt davon bin. Wenn ihr wollt, dass ich dazu euch eine Review abgebe und extra ein Video drehe, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Dann werde ich das mal für euch machen und werde euch nochmal mehr dazu erklären und wie ich das auftrage. Und. Also lasst es mich gerne wissen. Und genau, schreibt mir das in die Kommentare oder hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben. Dann habe ich, glaube ich, in dem einen oder anderen Video schon erzählt, dass ich zurzeit gerne Jojobaöl verwende für meine Gesichtshaut in Verbindung mit dem Sebamed Pflegegel. Ich mache das jetzt, glaube ich, schon ein halbes Jahr, also ich glaube seit November letzten Jahres genau, verwende ich das hier, weil ich halt, also ich habe meinen Ring nämlich abgesetzt, den Nuva-Ring, und ja, da habe ich halt gemerkt, ich habe ein bisschen schlechtere Haut bekommen und da habe ich ein bisschen in YouTube geschaut und habe mich ein bisschen schlau gemacht und viele haben halt eben Jojobaöl hergenommen, extra für fettige Haut. Und ich dachte mir, ich brauche aber nicht nur Öl, sondern ich brauche auch Feuchtigkeit. Und da habe ich halt bei CodeCheck mal das Sebamed-Gel eingegeben und es hat auch sehr gute Inhaltsstoffe. Vor allen Dingen ist es eben auch mit Hyaluron und Aloe Vera und spendet wirklich sehr viel Feuchtigkeit. Und erst gebe ich immer das Gel drauf und dann eben das Öl. Also ich glaube, eine billigere Gesichtspflege gibt es gar nicht. Dann kommen wir zu meinem nächsten Favoriten und zwar ist es diese Filz Handytasche. Die habe ich mir jetzt auch vor ein paar Wochen neu bestellt. Ich habe nämlich mein Handy jetzt von meiner Hülle befreit, weil ich irgendwie mir dachte, mein, das Handy ist jetzt eh schon 2,5 Jahre alt, jetzt kann ich mal auf die Hülle verzichten, jetzt kann ich mich an meinem normalen Handy mal erfreuen, weil die Hülle doch sehr aufgetragen hat. Und ich wollte aber trotzdem halt irgendeinen Schutz haben. Und da wollte ich halt unbedingt so eine Filzhülle und da habe ich mir die bei Amazon bestellt. Und die finde ich echt total cool, weil die halt hier eben so einen Knopf hat und hier dann so ein Gummiband. Und dann kann man halt hier das immer schön zumachen und es schaut halt einfach schön aus. Und das Handy ist auch wirklich gut geschützt da drinnen. Und dann hat es hier auch noch mehrere Fächer. Hier auch nochmal und ja, man tut halt einfach das Handy dann hier so rein und dann macht man es mit dem Gummiband zu und ja, da hat man halt einfach so sein Handy. Dann kommen wir zu meinen Food-Favoriten und zwar trinke ich ja ganz gerne in der Früh oder am Nachmittag oder Mittag halt meinen Matcha-Latte und zwar nehme ich da immer den Matcha von DM bzw. von der Marke Lebe Pur. Das ist extra so ein Matcha-Pulver für Smoothies, Müslis oder Shakes. Und ja, das ist auch eben vegan. Und das Matcha-Pulver schmeckt mir sehr, sehr gut. Das ist auch gar nicht so teuer. Also da kosten jetzt 50 Gramm, ich glaube, circa 7 Euro. Und ja, ich hatte auch mal ein anderes, das war ein bisschen teurer, aber das geht halt dann auf Dauer echt ins Geld, wenn man halt so viel Matcha trinkt. Und ich trinke den halt echt 4, 5 Mal die Woche oder sogar noch mehr. Und ja, da tut's der hier eben auch und der schmeckt mir eben auch sehr, sehr gut. Und meine letzten Favoriten sind diese Riegel von Vegans. Und zwar habe ich ja seit 5 Wochen mit Sport angefangen. Also ich gehe jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio, manchmal sogar auch öfters. Und weil ich halt nicht so gerne Milchprodukte zu mir nehme, also eher irgendwie so auf Sojabasis und zurzeit auch kein Fleisch esse, habe ich mich halt ein bisschen umgeschaut, was es für Proteinriegel gibt, damit ich trotzdem so meine Eiweißzufuhr habe. Und da bin ich eben auf die Vegans Proteinriegel gestoßen. Und Leute, also ich glaube, das ist nicht so jeden seins, aber diese Riegel schmecken mir einfach sehr, sehr gut. Sie sind so ein bisschen trocken und matschig, aber sie schmecken mir einfach so gut. Also ist mit einem normalen Eiweißriegel nicht zu vergleichen. Also die haben eine ganz andere Konsistenz, sind halt eben so trocken, so, ich kann es gar nicht beschreiben, also ihr müsst es einfach mal probieren, aber die Geschmäcker sind halt total lecker. Und da habe ich eben hier Sweet Peanut, dann Kakao Vanille und Kokosnuss Mandel.
Und ja, die ziehe ich mir so zwischendurch einfach mal rein oder eben nach dem Sport oder halt einfach, wenn ich ein bisschen Gelüste habe, auf was Süßes. Und wenn wir schon beim Essen sind, mache ich gleich weiter. Und zwar habe ich hier auch noch die Powerbar-Riegel. Die sind eben auch vegan. Die nimmt man halt sehr gerne vorm Sport, dass man einfach nochmal ein bisschen Kraft bekommt und fitter wird. So Energy-Riegel sind es eben. Und ja, die sind auch vegan. Und die habe ich auch in den letzten Wochen wirklich sehr oft gegessen, weil sie eben auch Magnesium beinhalten und halt perfekt sind während dem Sport oder vor dem Sport. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar Videowünsche hättet und mir das gerne unten in die Kommentare reinschreibt, damit ich so ein bisschen für die nächste Zeit planen kann, was ihr sehen möchtet. Und ja, ansonsten könnt ihr mich natürlich gerne kostenlos abonnieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Wenn ich die Produkte im Internet finde, dann werde ich sie euch unten auch in die Infobox verlinken. Und jetzt wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!